Immer wieder gibt es Prophetien über das Großartige, was Gott auch in Deutschland und auch in Europa tun will. Es sind Verheißungen von einer endzeitlichen Ernte, von mächtigen Segensfluten, von Heilung, Befreiung, Erlösung, Errettung. Und es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Die meisten Christen in Deutschland glauben das nicht. Sie erachten das als irgendwelche Fantastereien. Aber ich begegne manchmal Menschen, die das einmal begeistert aufgegriffen haben, geglaubt haben und für sich in Anspruch genommen haben, die aber im Laufe der Zeit einfach, weil sie nicht sehen, dass sich irgendetwas tut, weil sie in ihrem Umfeld nicht sehen können, in der Gesellschaft nicht sehen können, weil sie eher den Eindruck haben, es wird immer schlechter und immer schlimmer mit der Gesellschaft, anstatt dass Gott irgendwo eingreift, die sich das rauben lassen, die sich das wegnehmen lassen vom Feind. Sie sagen, ach, ich sehe nichts davon, was soll das? Und sie achten es gering und lassen es sich einfach wegnehmen. Und das ist tragisch, denn da steckt eine unglaubliche Vision drin. Da steckt etwas drin, was dein Leben mobilisieren kann, was dich vorantreiben kann, was dir den Blick in die richtige Richtung lenkt. Ich wurde erinnert an die Prophetie von Lawrence Cunningham, der in den 80er Jahren über den Fall der Berliner Mauer prophezeite. Und damals wurde er verlacht, verunglimpft, wurde wirklich verspottet und man sagte, das ist ein Amerikaner, der hat nicht die geringste Ahnung von den realen Verhältnissen hier. Das ist Wunschdenken, das ist Illusion. Und wenige Jahre später fiel die Mauer tatsächlich. Die Prophetie war wahrhaftig gewesen, obwohl sie vollkommen aus dem, was man sehen konnte, herausging. Und so ähnlich ist das auch jetzt. Das, was du in deinem Umfeld, in deiner gesellschaftlichen Situation siehst, mag vielleicht völlig anders aussehen als das, was Gott durch diese Prophetien gesprochen hat. Aber hinter den Kulissen, in der unsichtbaren Welt, bewegen sich die Dinge völlig anders. Und vielleicht sind wir viel, viel näher dran an einem mächtigen geistlichen Aufbruch, als wir es uns erahnen können. Der Fall des Kommunismus war von niemandem vorhergesehen worden. Es war ein mächtiges Eingreifen Gottes. Wie können wir so arrogant sein und nicht glauben, dass er dies auch in unserem Fall, in Deutschland, im dritten Jahrtausend tun kann? Ich hatte kürzlich ein interessantes Erlebnis, und zwar hatte ich etwas wie ein Diktat, was Gott in mein Herz hinein gesprochen hat. Sagen wir mal ein prophetisches Diktat. Und dieses Diktat habe ich hier aufgeschrieben auf der Seite und für dich veröffentlicht. Es heißt, siehst du es nicht? Siehst du es nicht? Und wenn du zu den Menschen gehörst, die in der Gefahr stehen, die großartigen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, einfach gering zu achten und wegzugeben, dann möchte ich dich einladen, diesen Text zu lesen. Siehst du es nicht? Es kann dich motivieren, einfach wieder den Blick auf den Herrn zu erheben und seine Möglichkeiten und das, was er zugesagt hat, was er tun will. Ich lade dich herzlich ein, den Text zu lesen. Denn ich weiß, Gott hat viel mehr für uns in Deutschland, in Europa, und er hat auch viel mehr für dich.